Ja, Leute, moin. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Lange nichts gehört, würde ich mal so behaupten. Das hat noch ein paar Gründe. Heute wollte ich euch mal ein kleines Video machen. Die letzten 2 Wochen sind einiges an Pakete hier zu mir gekommen und wir machen heute mal ein kleines Unboxing von diesem ganzen Krempel, den ihr hier habt. Ich weiß gar nicht, wie viele Pakete das jetzt sind. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pakete sind das. Es sind sowohl Rollerteile drin als auch keine Rollerteile. Es ist nicht alles für mich. Ja, wir packen diese Pakete jetzt heute mal zusammen aus und ja, ihr könnt ja, bevor das Paket geöffnet wird, einfach mal ein bisschen raten, was da eventuell drin ist. Genau, fangen wir einfach mal mit irgendeinem davon an. So, fangen wir mal mit diesem kleinen Paket an hier. Ist von Niemann Profis für Motorrad und Scooter, keine Ahnung, was da drin ist. Wie gesagt, ich habe teilweise was bestellt. Ich weiß nicht, wie groß die Pakete sind und so weiter. Die sind jetzt alle nacheinander angekommen. Gucken, was da drin ist. Was uns hier erwartet. Aha. Ein Polini-Zylinder-Kit. Ich weiß genau, für was das ist. Es ist nicht für mich, sondern es ist ein Polini-Zylinder-Kit. Und zwar ist es der Evolution 3 70 Kubik. Kann ich ja mal aufmachen. Ihr fragt euch sicher, was will denn der Kerl mit einem Polini-Zylinder-Kit? Ganz einfach, was ich damit will, wie eben schon gesagt, der ist nicht für mich, sondern der ist tatsächlich für ein Projekt, was ich begleite. Und zwar baut sich ein netter Herr einen 70 Kubik Polini Evo auf und ich bin dabei und unterstütze den mit Zylinderbearbeitung und so weiter. Man kann sehen hier, ne, nagelneuer Polini Evolution Zylinder. Ne, der wird vermessen, dann wird der geportet, Motorblock wird angepasst und so weiter. So sieht das gute Stück aus. Interessant finde ich, dass der Kolben schon mit Kolbenring und so weiter eingedrückt wird. Also hätte ich jetzt nicht gedacht bei Polini, aber gut. Hier zweiteiliger Kopf, Brennraumkalotte und Haube sind hier zweigeteilt. So. Das heißt, man kann den Kopf theoretisch auch noch bearbeiten. Wir werden mal gucken. Wahrscheinlich machen wir das. Wahrscheinlich brauchen wir es nicht. So, dann haben wir hier das nächste Paket. Gucken, wo wir es aufmachen. So, hier ist, das ist ein Wandler, ein Stage 6 RT Wandler. So, dieser Wandler, warum kaufe ich mir einen einzelnen Wandler? Hintergrund, das ist, oh, was ist da denn passiert? Oh, der hat mal geschrabbelt, wa? Das ist nicht mein Wandler, der ist auch nicht für mich, sondern der ist für den 70 Kubik JetForce-Zylinder-Motor hier. Hier, ne, der wird hier zusammen mit der Oversize-Variomatic von Stage 6, die ich da umgebaut habe, ne, für JetForce, dazu gehört der. Der ist jetzt nachträglich angeliefert worden hier vom Johannes, das Projekt. Ne, das begleite ich ja auch so ein bisschen. Ja, das nächste Paket, das ist von Scooter-Attack. Was gibt's da denn Schönes? Ja, was ist da drin, Leute? Das ist ein Paket, das habe ich dank euch bekommen. Ja? Dank euch, lieben Zuschauern, meiner Follower hier, die mit dem Code
Lilo bei ScooterTech immer regelmäßig 5% sparen und hier meine Projekte unterstützen. Warum ist hier ein Paket im Paket? Okay. Ach so, deshalb. So, dazu kommen wir gleich. Erstmal das. Na, was ich eben noch zu Ende erzählen wollte, ihr spart ja mit dem Code Lilo bei ScooterTech 5% und von dem Umsatz eurer Bestellung gehen dann 5% an mich. Damit unterstützt ihr mich, damit unterstützt ihr meine Projekte, damit ich mir ziemlich coolen, geilen Kram kaufen kann und für euch auch immer wieder neue, schöne Videos produzieren kann. So, was haben wir hier drin? Wir haben einen Stage 6 Oversize Converter, also den Wandler. Neuware. Ne? Richtig geil. Dann haben wir die Variomatik dazu, die passende. Ne? Oversize Variomatik. Wir haben einen richtig geilen Oldschool-Aufkleber. Und wir haben natürlich einen passenden Riemen dazu. Für Minarelli Lang. Und was heißt das? Das ist für Aerox, bzw. für die Jog. Mein Spaß, es ist für die Aerox, es ist tatsächlich für die Zweizylinder Aerox. Das ist ein Oversize-Kit, das konnte ich mir dank euch kaufen. Das kommt in die Zweizylinder Aerox rein. Die Zweizylinder Aerox bekommt ein ganz nagelneues Oversize-Kit. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Aber das ist nicht alles, hier ist noch ein bisschen mehr drin. Hier ist noch eine Kupplung. Eine Doppler SX86 Kupplung. So sieht das gute Stück aus. Hat serienmäßig weiße Federn drin, die sind nicht so stark. Da kommen dann natürlich die roten rein. Hintergrund ist, dass die Doppler wohl eine mit der besten Kupplungen für Zweizylinder sein soll. Die hält richtig was aus, die ist auch richtig schwer. Was haben wir noch? Abgastemperaturhalter von Koso. Zweimal natürlich für die neuen Auspuffanlagen von der Zweizylinder Aerox. Weil die hat ja jetzt zwei neue Auspuffanlagen, ne, hatte ich im letzten Video mal erwähnt, von AS Racing Pipes. Der ist da gerade bei, die zu bauen. Und da werden dann diese Stücke, die Schellen werden nicht benutzt, sondern nur diese Stücke hier mit der Schraube. Da kann man dann den Sensor einklemmen, damit man immer weiß, wie heiß das Abgas ist. Das ist wichtig, um zu wissen, wie es dem Motor geht, sag ich mal. Ne? Weil wenn du eine Abgastemperatur kennst, dann weißt du auch die, ja im Grunde halt, kannst du darauf schließen, wie heiß die Verbrennung ist und darauf kannst du schließen, ob der zu mager läuft und eventuell auch einen Kolbenklemmer, Kolbenfresser vorbeugen. Das ist ziemlich gut. So, das können wir gleich mal so stehen lassen da in der Ecke. Kommt jetzt das nächste Paket. Das ist nämlich, achso, das können wir auch mal so aufmachen. Das ist tatsächlich ebenfalls von ScooterTech. Was ist da drin? Aha. Ein Ring. Naja, was ist das für ein Ring? Und was ist das für eine Vario-Buchse? Pulley-Busch, Piaggio, Stage 6 RT Crankshaft, Oversize. Das ist die gleiche Buchse, die ich für das Oversize-Kit für die JetForce benutzt habe, also für die Langhubkurbelwelle. Ich zeige euch mal eben, warum ich mir diese geholt habe. Die hat einen größeren Innendurchmesser. Nämlich, wenn wir das mal eben kurz nachmessen, 16. Ne? Ihr fragt euch, komisch, die Kurbelwelle hat doch eigentlich 13er Stumpf, richtig? Allerdings sind meine Wellen ja umgearbeitet, die sehen jetzt so aus. Ne, zweimal, einmal die Seite, einmal diese Seite, schön mit Passwiederverbindung. Und diese Seite hat ja einen glatten Schaft. Und eigentlich müsste die da drüber passen. Oh, guck mal, wie schön. Wie schön die passt. Ohne Spiel, richtig geil. Flup. Sehr schön. So, das ist jetzt 16er Schaft und 16er Buchse. Die muss ich noch in der Länge ein bisschen einkürzen, klar, damit hier vorne die Scheibe drauf passt und so weiter. Und die Abstandsbuchse ist für hinter, ne? Die kommt dahinter. Ne, auch die noch nicht, die müssen verschickt werden, ne, zu AS Racing Pipes. Die braucht der Gute, weil sonst ja, kann er die Auspuffanlagen halt nicht fertigstellen, beziehungsweise sonst muss ich dabei gehen und da habe ich keinen Bock drauf. Weil an nagelneuen Auspuffanlagen rummurksen habe ich irgendwie nicht so Interesse dran. So, das stellen wir dann mal eben beiseite. So, nächstes Paket, das sieht so aus. Ich kann auch erkennen, da war mal was anderes drin. So, ah, guck mal da. Da stehe ich. Was haben wir hier?
Oh, ein Vergaser. Oh. Ein JD Performance Aufkleber. Was ist hier los? Wir haben unseren Vergaser etwas bearbeiten lassen von JD Performance. Nämlich ist das jetzt die Evolution Stufe. Der hat hier das ein bisschen winklig gedreht. Das geht jetzt in einem anderen Winkel rein. Und ich erhoffe mir dadurch ein bisschen mehr Leistung tatsächlich. Also das hat der gute Julian nämlich getestet. Und jetzt schauen wir mal, was das Ding so kann. Und jetzt geht die halt so ein bisschen winklig. Das heißt, das wird ein bisschen besser angeströmt da drinnen. Den genauen Winkel kenne ich natürlich nicht. Ist natürlich Betriebsgeheimnis von den netten Herren. Aber jeder, der hier einen 28er gekauft hat bei JD Performance oder es noch vorhat, ne, 5% sparen auch bei JD Performance mit dem Code Lilo, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr einen 28er, 38er, 34er, was auch immer ihr wollt, für Straßeneinsatz, für Racing-Einsatz, ne, könnt ihr da kaufen. Mit dem Code Lilo spart ihr 5%. Momentan spart ihr sogar 10%, glaube ich. Ja, der Aufkleber kommt natürlich hier zu den ganzen anderen Aufklebern, die ich habe. Hier sind schon ein paar Scootertech-Aufkleber drin. Ganze Bestellung hier, Mann. So, nächstes Paket. Ich habe das schon aufgemacht, um den Zustand mal zu checken. Es ist ein... Na, was ist es? Ein Ersal 70 Kubik. Der Kolben hat es leider hinter sich. Na, der sieht nicht mehr so schön aus. Aber auch dieser Zylinder wird von mir bearbeitet. Der kriegt eine kleine Anpassung. Der soll später mit einem Yasuni R gefahren werden. Das heißt, ich passe die Steuerzeiten etwas an. Ja, der Durchlass hier ist natürlich gar nichts. Also wenn ich hier mal hier mein kleines Messerchen nehme, da geht gar nichts. Das ist hier mein kleiner Finger. Also mein kleiner Finger passt nicht mal durch den Auslass durch. Also das ist ja lächerlich klein ist das. Ja, der wird überarbeitet. Ne? Ist für Peugeot stehend Motoren, also für Speedfight 1 und 2 wassergekühlt. So, dann haben wir hier zwei Pakete. Was ist hier drin? Aha. Kugellager Express 6204 ZZC2P5. Das sind Hochpräzisionslager mit einer verringerten Lagerluft. Also die haben gar kein Spiel. sind doppelt abgedichtet. Ne, das sagt das hier, 6204 ist halt, sind halt die Maße. Ist halt quasi Kurbelwellenlager für die Aerox. Das Ganze haben wir zweimal. Und ich zeige euch gleich, wofür ich das brauche. Allerdings muss ich dafür erstmal noch was anderes auspacken. So, hier ist auch wieder was drin. Oh ja, darauf habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Das hier sind das sind erstmal die falschen. Mist, ich habe die falschen gekriegt. Schade. Das ist natürlich Crap. Ach Mist. Da bestellst du einmal. So, die gleichen habe ich auch schon in Weiß. Die wollte ich gar nicht haben. Naja. Gut gelaufen, gehen dann zurück. Schade. Naja, man kann nicht immer Glück haben. So, jetzt haben wir hier noch ein sehr großes Paket tatsächlich. Ich vermute, es ist ein Motor drin. Wir werden es sehen. So, was erwartet uns hier? Boah, was ist da denn alles drin? Was haben wir hier alles? Wir haben hier Malossi. So, hier ist... Oh, hier ist was Schönes drin. So, den lasse ich da jetzt drin. Das ist ein Malossi.
MHR-Zylinder, nagelneu. Ja gut, 3 Jahre alt ist der Guss. Ja. Das ist der mit einteiligem Kopf, bedeutet, das ist ein Racing-Zylinder. Das ist der normale Racing, das ist nicht der MHR-Racing. Da liegt ein Kolbenbolzenlager locker drin, okay, auch cool. Noch eins. Ah, okay. Sind 2 Stück drin, auch cool. Aber hier noch Wasseranschluss-Dinger. Falls du ihn auf Straße fahren willst mit gekühltem Vergaser. Auch geil. Witzig, naja. Dann haben wir eine Stage 6 Innenrotorzündung, glaube ich, wenn die da drin ist. Es ist. Es ist tatsächlich eine Stage 6 Innenrotorzündung da drin. Was mich jetzt gerade wundert, diese Verpackung, die sieht ultra abgegribbelt und kaputt aus. Als ob das Ding schon 10.000 Mal durch irgendeine Ecke geflogen ist. Aber die Sachen hier drin sind nagelneu. Also. So, wie ist denn da. Oh Gott, diese Verpackung. Ja, das ist alles nagelneu. Ja, schön, eine nagelneue Innenrotorzündung von Stage 6. So viel geiler Kram. Voll geil. Ich habe mich noch nie so viel gefreut über Pakete auspacken, ne, weil es auch einfach so viele Pakete gerade sind. So, hier müsste eine 85er RHQ Kurbelwelle drin sein. Passend zum Malossi-Zylinder natürlich. Ich hoffe, es ist die 85er. Aber auch diese Verpackung ist halt schon echt abgeranzt, ne? Als ob die auch irgendwie schon mal durch die Gegend geflogen wäre. Frage mich, was damit gemacht wurde. Naja. Okay, davon brauchen wir. Von diesen Sachen brauchen wir original. Die Blockverbindungsschrauben, die Passbuchse, die Mutter vielleicht, den Simmeringhalter, das war's. Mehr brauchen wir davon original einfach nicht. Ach, guck mal, das ist doch ein sehr, sehr schöner. Boah. Auf jeden Fall schön eingepackt. So, der Block sieht doch mal richtig geil aus. So ein schöner Motorblock. Guckt euch das mal an, Leute. Selten so einen schönen Motorblock gesehen. Der ist in so geilem Zustand. Den will ich eigentlich gar nicht sandstrahlen. Der sieht original so geil aus. Aber der soll sandgestrahlt werden. Werde ich natürlich machen, so ist das nicht, ne? Soll auch hier angepasst werden, Overrange-Kit, hier wurde schon mal ein bisschen angefangen. Das sieht man jetzt da, ne? Da wurde schon mal gefräst. Oben noch nicht. Ja, Getriebe bleibt drin. Der wurde hinten auf jeden Fall mal angefangen zu polieren, da sieht man noch Reste von Polierpaste. Ja. Der wird weitestgehend auseinandergepflückt und dann wird der Sand gestrahlt komplett. Oh, schöne geile Dichtfläche hier, ey. Wird angepasst hier für den MHR. Strömer werden angepasst auf MHR. Und dann wird das ganze Setup da reingeflankt. Hier, ey. Gut, die Stehbolzen, die klemmen richtig fest, aber naja. Ich glaube, da muss ich mir um den Zustand des Blocks und um die ganzen Gewinde überhaupt gar keine Sorgen machen. Bei der geilen Qualität, also. Selten so einen schönen Motor gesehen, tatsächlich. Also Originalzustand. Ne? Ich kriege immer irgendeinen Quatsch geschickt. Immer. Sorry an die Leute, die es jetzt betrifft. Das wird ein Projekt, tatsächlich, was ich wieder begleite. Ja, MHR 70 Kubik Racing Umbau. Wollt ihr das bei YouTube sehen? Hier auf meinem Kanal speziell nochmal. Könnt ihr gerne in die Kommentare hauen, ob ihr Bock habt auf dieses Projekt. Werde ich sonst einfach wieder, so wie ihr es von mir kennt, zweiteilig oder einteilig, wahrscheinlich wird es ein einteiliges Video, wieder ein bisschen länger. Dann nehme ich wieder Sandstrahlarbeiten auf und Motorblock-Anpassungsarbeiten, Kurbelwelle einbauen, Zylinderporting natürlich, ne, der wird auch bearbeitet, und Zündung einbauen und einstellen. So, das würdet ihr dann alles komplett sehen.
Wenn ihr Bock drauf habt, ne, lasst es mich wissen in den Kommentaren und dann, ja. So, nächstes riesiges Paket hier. Boah, das ist auch riesengroß, ey. Mann. So. Was ist da drin? Das ist offenbar ein Computer. Habe ich mir den gekauft? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall gut eingepackt, das Ganze, was da drin ist. Mal gucken. Ich habe mir ein Kissen gekauft. Juhu! Nein, natürlich nicht. Da ist noch irgendwas anderes drin. Ich habe mir noch ein Kissen gekauft. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Minarelli-Motorblock. Der ist jetzt ein bisschen dreckiger als der, den wir gesehen haben. Dann haben wir noch eine RT-Grundplatte für den Stage 6 70 Kubik RT-Zylinder. So, ja Leute, und ihr könnt es euch denken, wenn da eine RT-Grundplatte bei ist und der Block, was wird damit wohl passieren? Richtig, muss gespindelt werden. Und Strömeranpassung und Flow. So, das ist hier die Aufgabe. Wieder nicht mein Projekt. Ich helfe, wo ich kann. Ne, ich mache das gerne. Das ist alles mein Hobby, meine Leidenschaft. Ich mag das. So, dann haben wir noch ein großes Paket. Ey, noch so ein riesiges Schlachtschiff. Was ist da drin? Könnten wir ja tatsächlich die Absender mal anschauen und mal gucken, dann weiß ich's, was da drin ist. Aber ich lasse mich halt gerne überraschen. Also, bist du auf? Aha, was ist denn das? Eieiei. Was ist das denn für eine geile Farbe? Oha. Das ist kein Motorblock, das ist was anderes. Das ist ein... Ich glaube, die Kenner von euch wissen das. Ich weiß es jetzt auch, was es ist. Das ist ein richtig geil lackierter... Guckt euch mal die Farbe an, Alter, voll geil. Das ist ein Heckrahmen. Dann haben wir hier noch ein Federbein und eine Motorstütze mit Umlenkung. Leute, das ist das Zeug für das JetForce-Projekt. Die Leute, die hier auf dem Kanal sind wegen dem JetForce-Projekt... Das gehört dazu. Ja, Leute, was heißt das? Das heißt, der JetForce-Motorblock wird nicht einfach nur ein JetForce-Motorblock, sondern es wird eine ganze JetForce, die ich zusammenbaue, scheinbar. Ohne Verkleidung, aber komplett mit diesem geilen Lack. Ne? Richtig geil. Also die Leute, die Bock haben auf das JetForce-Projekt, es wird nicht nur der Motor bei mir gebaut, sondern auch der komplette Rahmen. Das ist in erster Linie alles original, aber Auspuff muss natürlich noch ein bisschen abgeändert werden. Und dann haben wir den kompletten Peugeot-Block in der JetForce drin. Ne? Das wird ein richtig geiles Projekt, Leute. Also ich freue mich da drauf, weil das geht nämlich auch im Prüfstand. Und auch, es gibt wieder Abstimmvideos. Also es gibt wieder Videos, wie die Karre zum ersten Mal angemacht wird, wie sie denn läuft und so weiter. Und dann halt natürlich die Abstimmung auf maximale Leistung auf dem Prüfstand natürlich. Ne? Das kommt aus Japan. Ein japanisches Paket. Ich durfte auch ordentlich saftig Zollgebühren dafür bezahlen, fast 40 Euro. Ist schon saftig eigentlich. Sehr lange danach gesucht. Eins hatten sie noch auf Lager, was nach Europa geht. Die anderen gehen nämlich alle nur innerhalb der USA. Also das Zeug wird nur innerhalb der USA verkauft. Es gab einen Anbieter, der noch eins auf Lager hatte, der nach Europa verschifft. So. Oh, da ist gerade die Kamera abgekackt. ja. Boah, ist das schwer. Ich hoffe, es funktioniert so, wie es ist. Ja, Leute. Was ist das? Die Kenner von euch werden es wissen. Ah, hier, guck mal, auch 6204. Das sind Aerox. Lager. Witzig. Das ist dafür gedacht, dass man dann zum Beispiel Stage 6 RT Zylinder fahren kann oder Too Fast Zylinder oder Big Bore, ne? Alles über 70 Kubik, sprich 77, 80, 88, 90,
94, 95, 100, 102 Kubik. Kann man auch auf andere Motoren bauen. Ja, geht natürlich auch für Maxi-Motoren, geht natürlich auch für ganz andere Sachen. Also ja, ich muss halt die Grundplatten nochmal ändern. Ich bin gespannt, was es macht. Ja, das war es soweit mit meinem Auspack-Video. Ist mal was Neues gewesen, habe ich ja sonst noch nie gemacht. Und ja, Leute, ich wünsche euch eine angenehme Restwoche und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, vielen Dank fürs Unterstützen, sage ich nochmal. Ne? Bis dann.